Herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chants. Diesmal befinden wir uns an der Ostseite des Zürichsees, und zwar in der sogenannten Lindebene. Sie war Schauplatz der größten Schlacht, die im Zweiten Weltkrieg auf schweizerischem Boden geschlagen wurde. Die Anbauschlacht. Wir reden von der Sicherstellung von Nahrungsmitteln. Doch die erhofften Wundererträge stellten sich hier nicht ein. Eine große Rolle nahm diese Ebene aber im militärischen Bereich ein. Sie galt als bevorzugte Einfallsachse der deutschen Operationsplanungen für mechanisierte Verbände und Luftlandetruppen. Hallo, wer ist da? Persönlich glaube ich nicht nur an die Notwendigkeit und an die Pflicht, sondern auch an die wirksame Möglichkeit, uns zu verteidigen. Verteidigen heißt in diesem Falle nicht nur halten, sondern sich mit aller Kraft schlagen, zerstören, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Im Oktober 1939 befahl General Guizot, sich auf einen solchen Überfall vorzubereiten. Hier sollte, zumindest vom Volumen her, die größte Waffe der Schweizer eingesetzt werden. Wasser. Dies hier ist der streng geheime Originalplan der Verantwortlichen, die diesen Befehl umsetzen sollten. Die Anlage wurde so gebaut, dass in 3 Tagen das ganze Gebiet überflutet werden konnte. Der Feind, der mit großer Mühe versucht hätte, die Ebene zu überqueren, wäre von gewissen Erhöhungen beschossen worden. Ein gutes Beispiel dafür bildet der deutlich exponierte Buchberg. Wer auf diesem herumspaziert, wird auf eigenartige Objekte stoßen. Diese Objekte sind alle Bestandteil einer weitläufigen Militäranlage, das Infanteriewerk Grinau. Das Werk kann besichtigt werden. Wir benutzen dafür den Notausgang. Nach der letzten Eiszeit bis in das tiefe Mittelalter hinein war die Lindebene mit Wasser überdeckt. Zürich und Walensee waren durch einen dritten miteinander verbunden, der Tuggener See. Um der wilden Natur, die sich immer wieder in Überschwemmungen ausdrückte, Herr zu werden, wurde anfangs des 19. Jahrhunderts ein Kanal angelegt. So wurde der Walensee direkt in den Zürichsee abgeleitet. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Lindkanal für 2 widersprüchliche Funktionen umkonstruiert. Erstens Trockenlegung für die Anbauschlacht, zweitens Flutung für die Verteidigungsschlacht. Bei einer Invasion hätte man den Tuggener See aus seinem über 1000-jährigen Schlaf erwachen lassen. Obwohl dieser See keinen halben Meter tief gewesen wäre, hätte die Schlammbildung einer Panzerdivision große Schwierigkeiten bereitet. Dazu kamen die Doppelmaschinengewehrbunker, die in erhöhter Stellung alle 500 Meter am Lindkanal entlang angelegt wurden. Diese beschützten sich gegenseitig und hätten bei einer Überquerung der Lind den Feind unter heftigen Beschuss genommen.
Infanteriefestung Grinau hätte das Szenario mit eigenem Feuer unterstützt. Dieses wiederum wäre von dieser Panzerkuppel aus in die richtigen Bahnen gelenkt worden. Um ein Gefühl dafür zu erhalten, steigen wir diesen 10 Meter hohen Turm empor. Diese eigenartigen Öffnungen nennt man Kugellafettenscharten. In einem Showroom erhalten wir einen kleinen Einblick in die Funktionen dieser Einrichtung. Lindebene. Der Chef des Eidgenössischen Meliorationsamtes, Oberstbrigadier Strübi, besichtigte mit einigen Sachverständigen aus angrenzenden Kantonen das Gebiet ihrer zukünftigen Arbeit. Hier in der Lindebene sollen weite Gebiete mit einem Kostenaufwand von vielen Dutzenden von Millionen melioriert und in 400 Bauernheimwesen verwandelt werden. Diese paar Arbeiter, die die ersten Entwässerungsarbeiten vornehmen, scheinen verloren in dieser weiten Landschaft, die bald Früchte tragen und Menschen ernähren wird. Das Wort Melioration hatte in der Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg nur eine Bedeutung: Landgewinnung für die Anbauschlacht. Um mehr darüber zu erfahren, öffnen wir einen Schacht der Geschichte. Eine wertvolle Quelle ist das Bildmaterial der Schweizer Filmwochenschau, das wirksamste Medium der schweizerischen geistigen Landesverteidigung. Um 4,5 Millionen Einwohner aus eigener Kraft ernähren zu können, muss die Schweiz ihre Anbaufläche mehr als verdoppeln. Kein Stück Land, kein Gärtchen, keine immer bebaubare Fläche darf ungenutzt bleiben. Es geht um unsere Unabhängigkeit, es geht um unser Vaterland, denn über allen Dächern droht das Gespenst des Hungers. Die Anbauschlacht war die Auflehnung der Schweizer gegen den Hunger. Das Sprichwort zur Stunde: Trotze der Not durch Schweizer Brot. Wir sprechen vom Plan Wahlen. Der Name kommt vom Bundesrat und Agronomen Dr. Friedrich Traugott Wahlen. Im Vergleich zur Graswirtschaft liefert der Ackerbau mehrfachen Ertrag, verlangt aber einen viel größeren Arbeitsaufwand. Es ist daher unmöglich, dass die Bauernsame diese gewaltige Mehrarbeit allein zu leisten vermag. Wir wollen kämpfen um die Unabhängigkeit der Schweiz mit dem Ziel: Brot für uns alle aus eigenem Boden. Vor dem Zweiten Weltkrieg importierte die Schweiz rund die Hälfte ihrer Nahrungsmittel aus dem Ausland. Zwischen 1940 und 1945 konnte die Schweiz durch die Anbauschlacht ihren Selbstversorgungsgrad von 52% auf 80% steigern. Der Plan Wahlen bewahrte die Schweizer Bevölkerung und die 300.000 Flüchtlinge vor Hunger und allzu grossen Entbehrungen. Die Anbauschlacht hatte auch eine psychologische Wirkung und galt als Symbol für den Widerstandswillen der Schweiz. Die Festung Grinau ist die größte ihrer Art im Kanton Schweiz. Immerhin wurde sie für über 80 Männer konzipiert. Mittlerweile ist sie zu einem Museum mit einer ansehnlichen Ausstellung und einem eigenen Festungskino umgestaltet worden. Aufenthaltsräume, Stromversorgung, Gefechtsstände und Panzerturm werden miteinander mit einem Kilometer langen ausgebauten Verbindungsstollen verbunden. Daneben existiert ein geheimnisvoller Naturstollen, der gegen ein halber Kilometer lang ist. Die Lintflut wurde für uns zum Symbol für viel Sonderbares
dass der Krieg über die Schweiz schwemmte. Da war zum Beispiel die Anbauschlacht, welche die gesamte Zivilbevölkerung mit harter Arbeit konfrontierte. Oder die Bauflut von militärischen Objekten, die das ganze Land zu bedecken schien. Oder die Flut an Mythen, die aufgrund der Geheimniskrämerei um bestimmte solche Anlagen kursierten. Der Buchberg ist ein gutes Beispiel dafür. Neben der Grünau-Festung im Osten findet man hier oben immer wieder Objekte aus dieser Zeit. Von vielen davon lässt sich der strategische Zweck nicht mehr ganz ermitteln. Das größte Gerücht um diesen Berg ist der Mythos vom riesigen Militärspital, das sich im Berg befinden sollte. Dieses Gerücht macht uns neugierig. Wir dringen tatsächlich an verschiedenen Orten in den Berg hinein. Doch wer bis an die Quelle dieses Gerüchtes hinuntersteigt, wird tatsächlich mit einer Überraschung belohnt. Das riesige Militärspital ist in Wirklichkeit eine kleine Sanitätsstelle. Unscheinbar und doch großartig, da wir in ihr noch die Spuren der sogenannten geistigen Landesverteidigung finden. Eine Botschaft für Verwundete, von einem Soldaten an die Wand gemalt. Die Wand, vielleicht eine Art Wartezimmer. Wer hierher getragen wurde, hatte sich im Dienst fürs Vaterland verletzt. Dieser Dienst war das Wachen und Verteidigen all dieser Dinge, die wir Schweizer lieben und nicht verlieren möchten. Irgendwie anrührend, wie der namenlose Künstler versucht, mit Hilfe von Farbe und Pinsel Trost zu spenden. Trostlos ist zumindest, was von der Anlage noch übrig geblieben ist. Ob das Ende des Stollens ein Notausgang mit Lüftungsschlitzen war, oder sogar eine Schießscharte, bleibt offen. Das Wasserreservoir zeigt zumindest, dass man hier mit sehr viel Arbeit rechnete. Fünf Kilometer südlich von Buchberg stoßen wir auf das 4000-Seelen-Dorf Reichenburg. Fürs Auge auffallend ist die auf einem Hügel thronende neoromanische Kirche St. Laurentius. Es gibt ein Geheimnis um diese Kirche, über dieses zu reden den Bewohnern dieses Ortes lange Zeit verboten war. Die meisten von ihnen haben dieses Geheimnis mit in ihr Grab genommen.
Sie stammen alle aus der Generation des Zweiten Weltkrieges. Aufmerksame Beobachter werden feststellen, dass einzelne Objekte nicht in diese Idylle passen. Seltsame metallene Türen und Deckel, Öffnungen, die in ein fremdes, betoniertes Reich aus einer anderen Zeit führen. Es handelt sich um das vergessene Infanteriewerk A6874. Eine Anlage, die angeblich für 80 Männer ausgestattet war. Und so etwas bei einer Kirche. Ist dies überhaupt möglich? Dieses Geheimnis möchten wir ergründen. Für die sogenannte Festung Burg existierten Pläne für 3 Maschinengewehr-Kampfstände, eine Kaverne für den Kommandoposten, eine Unterkunft für 80 Soldaten, Schlafräume für 7 Offiziere, eine Küche mit Vorratsraum und ein Sanitätsposten mit Operationsraum und Ärztezimmer. Der Auftrag der Mannschaft: das Sperren der überfluteten Lindebene. Ein wichtiger Teil dieser Sperre waren die wegen ihrer Form im Volksmund sogenannten Dobleronen. Damals sollten sie das schnelle Durchkommen einer feindlichen Panzerdivision verhindern. Heute schützen sie Wildtiere, die den Menschen fürchtend die Lindebene durchqueren wollen. Damals war ihr Anblick ein Zeichen der ständig vorhandenen Bedrohung. Heute sind sie die stummen Zeugen einer Geschichte, über die schon lange Gras gewachsen ist. Wer ihre Geschichte erfahren will, muss sich unter das Gotteshaus begeben. Der Aufbau dieses Labyrinthes ist schwierig zu erfassen. Manche Räume wirken ineinander verschachtelt und vieles gibt Rätsel auf. Diese Leiter zum Beispiel führt über einen Schacht auf eine Ebene, wo dieser Zugang als Notabstieg bezeichnet wird. Zwei Meter daneben gibt es eine Türe, der offizielle Weg über ein Treppenhaus. Auf der dritten Ebene tauchen wir in das Innere dieses Bunkers ein, der sich neben dem Friedhof befindet. Während einer Schlacht hätten die Schützen die Toten im Rücken gehabt. Eine freie Sicht aber auf die Lindflut. Eine Frage müsste noch geklärt werden. Wie wäre, während einem feindlichen Angriff die Lindebene geflutet worden? Wir machen uns auf die Suche nach Antworten. Das Lindwasser und die Lindebene werden durch eine Kanalwand getrennt. Schaffen wir ein Loch in diese Wand, läuft der Kanal in die Ebene aus.
ein bewusst installiertes Loch, das man mit Hilfe einer Kurbel öffnen kann, nennt man Auslaufwerk. Die Lint ist eine Naturgewalt, die nicht zu unterschätzen ist. Während dem Zweiten Weltkrieg starben hier 6 Füsiliere. Diese Soldaten ertranken bei dem Versuch, den Lintkanal mit Hilfe eines Floßes zu überqueren. Eine Art Lintflut im Kleinen finden wir bei Nevels. Hier greift die Lintebene ins Glarnerland. Seit 1942 zieht sich hier quer über den ganzen Taleingang ein 20 Meter breiter Tankgraben. Aufgrund der Geheimhaltung wurde dieser auch während dem Kalten Krieg bis 1983 nicht in den Schweizer Landeskarten verzeichnet. Trotz seines Ausmaßes von über 1300 Metern Länge war dieser Graben 50 Jahre lang nicht existent. Zurück nach Reichenburg. Auf einem Boden der zweiten Ebene finden wir die ersten Hinweise auf die Besatzung. Es sind die Unterkunftsräume. Die Betten wurden schon vor längerer Zeit abmontiert. Die Größe der Sanitäranlage lässt aber den Rückschluss zu, dass die Infrastruktur für 60 bis 80 Männer ausgelegt war. Die Offiziere waren privilegiert. Diese besaßen ein eigenes Zimmer mit Parkettboden und persönlichem Lavabo. Was unsere Neugierde weckt, sind bestimmte Zugänge innerhalb der Anlage, die zugemauert wurden. Was sich wohl dahinter verbirgt? Um Antwort auf diese Frage zu erhalten, müssen wir uns an eine Familie wenden, die seit mehreren Generationen auf dem Hügel der Kirche wohnt. Der Burghügel in Reichenburg besitzt eine bemerkenswerte Geschichte. Vor über 700 Jahren stand hier noch eine Ritterburg. Von den Schweizern zerstört und den Reichenburgen abgetragen, um mit ihren Steinen eine eigene Kirche zu bauen. Wo die Burg stand, lebt heute Familie Birchler in der 5. Generation. Ihr Stammbaum ist Zeuge eines seltsamen Wunders, die Wiederauferstehung der alten Burg. Vor 700 Jahren wurde sie noch mit Händen auf den Hügel gebaut, vor 80 Jahren wurde sie mit Sprengstoff in den Hügel getrieben. Was dies in der letzten Konsequenz für die Hausbewohner bedeutete, wurde uns erst bewusst, als wir mit Hilfe der Baupläne in der Lage waren, die wahren Ausmaße der Anlage greifbar zu machen. Wir erhalten zum ersten Mal eine Vorstellung von diesen Stollen und Räumen, die bis jetzt für uns verschlossen waren. Erst jetzt wird sichtbar, dass es sich um die oberste Ebene des Infanteriewerkes handelt. Wir betreten sie, wie soll es auch anders sein, durch den Haupteingang. Als die Sapeure diese Stollen durch den Burghügel trieben, drangen der Lärm und die Erschütterung bis zum Haus der Birchlers vor.
Dadurch wurde das jüngste Mädchen so verängstigt, dass es während der Bauphase aus dem Haus genommen werden musste. Wo früher Munition lagerte, lagert heute Wein. Somit wird das Klima hier unten auch besser genutzt. Laut Bauplan betrete ich direkt unter dem Haus eine Treppe mit 65 Stufen. Diese würden in die untere Ebenen der Festung führen, wäre hier nicht zugemauert worden. Die Ausführungen der beiden Geschützstände sind mit denjenigen der unteren Ebenen identisch. Neben der Maschinengewehrscharte befindet sich die Luke für den Beobachter. Das aufwendig konstruierte Röhrensystem des Kollektivmaskenschutzes ist auffallend. Auch wenn die Überbleibsel der Technik mittlerweile in die Jahre gekommen sind, haben sie nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Trotz Zugang zu den Bauplänen gibt die Festung immer noch Rätsel auf. Zum Beispiel der MG-Stand im Südhang. Herr Bichler erzählt uns, wie er als Jugendlicher durch diese Scharten in das Innere des Kampfstandes hineinklettern konnte. Warum ist die Ausführung so seltsam anders ausgefallen? Warum besitzt dieser Kampfstand keine anständige Sicherheitstüre? Mit dieser Ausführung hätte man die Schützen einsperren können. Und warum diese nichtssagende Bezeichnung Truppenstand? Für uns neigt sich ein großes Abenteuer dem Ende zu. Obwohl es nie zu einer Flutung der Lindebene kam, sollten die Menschen, die sich davor fürchten mussten, nicht vergessen werden. In der Festung versteckt, erhalten wir eine Nachricht aus der Vergangenheit. Aus dem Jahre 1940. Für den Schweizer die heißeste Phase des Zweiten Weltkrieges. Obwohl die Verewigung der Bauherren einer alten Tradition folgt, wirkt sie wie eine stille Bitte der Truppenhandwerker und Maschinengewehrschützen. Bitte vergesst uns nicht.